Und wir bekommen hier ein Evoli sogar geschenkt in der Edition. Das heißt, wir können uns entscheiden, wollen wir Evoli zu Glaziola machen? Wollen wir Evoli zu Volliporba machen? Natürlich, die anderen Entwicklungen gehen auch alle noch. Psyana, Blitzer, Nachtara, Flamara, Aquana gehen auch alle. Dafür brauchen wir nur die Steine. Oder wir machen es einfach so, dass wir hier. Ich glaube, Glaziola wäre das beste Pokémon ever. Da müssen wir nur den achten Orden für haben. Also noch Blitzhach, das ist erstmal im achten Orden. Ne, siebter Orden, stimmt. Dann können wir uns auch noch einen Glaziola holen. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Mal gucken, was daraus wird. Du fragst, was cool ist? Nein, ich sage es dir trotzdem, Käfer-Pokémon. Wir befinden uns nur auf einem Gewaltmarsch. Was? Gewaltmarsch. Wie die übertreiben. Tse. Genau, Gewaltmarsch mit einem paar geilen, richtig Badass-Pokémon namens Vaumpill und Pachirisu. Da kann man richtig den Gewaltmarsch machen. Ach ja, seht ihr einen Chanera, das ist richtig geil. Level 15, wir würden gegen Chanera eiskalt gewinnen. Wir haben uns gar nicht geheilt, ich bin so dumm, aber wir werden nach dem Kampf eh geheilt. Glut auf Vaumpel und Chanera, bitte klär du. Okay, da konnte Chanera jetzt nichts für, aber guck doch mal, wie viel das aushält. Bam. Unser Ape-Crime ist einfach stärker. Und wir haben zwar schon paar KP verloren, aber werden trotzdem nicht sterben, denn wir sind gut. Eierbombe. Boah, das viel gebracht. Nicht. Wir werden auf jeden Fall alle Pokémon hier weg. Bashen, alle One-Hitten, denn wir haben alle Feuerattacken am Start hier. Schön Glut auf Papinella und du machst bitte nochmal Eierbombe. Wir werden so gar nicht angegriffen hier, voll geil. Nochmal Glut hier, bam. Wir haben einfach besser trainiert. Oh yeah. Level 18. Boom. Schaloko, okay. Tja, sollen wir das noch machen? Oder sollen wir das Iblali machen lassen? Ich glaube, das machen wir. Lassen wir Iblali machen, oder? Nee, komm, machen wir durch hier. Wir machen das hier mit einem One-Hit durch, damit Iblali jetzt nicht noch sich bemühen muss und ein Pokémon besiegen muss. Das wäre auch nicht so geil. Also, ne, erstmal austauschen. Wäre nicht gut gewesen. Oha, Funkensprung. Nein, nicht gegen uns. Funkensprung ist übrigens geil. Ja, das war sowieso klar paralysiert. Da habe ich nur drauf gewartet. Da habe ich nur drauf gewartet. Jetzt bist du eh tot. Dank Tempohieb. Oder? Nee, es ist eine dumme Sache. Mal Kratzfurie. Ja, sicher. Nochmal. Ha, diesmal auf Chanera. Auch paralysiert, oder? Nee, doch nicht. Aber es hat schon echt sehr viel gebracht. Aber T. Weichei macht natürlich alles wieder weg. Das ist so eine fiese Attacke, Weichei. Paralysiert und können wir nicht angreifen, das ist ja wieder klar. Nehme ich halt Glut, okay. Gegen uns bestimmt. Nee. Chanera heilt sich sowieso immer, also es bringt gar nichts, dass wir gerade am Sterben sind. Chanera bringt, das heilt sich immer wieder. Und fast wieder volle KP. Das bringt nichts, wenn Pachirisu die ganze Zeit irgendwie. Ja, natürlich! Wenn Pachirisu die ganze Zeit irgendwie Funkensprung einsetzt, bringt das uns. Ja, bringt das ihm gar nichts. Ne? Auch wenn es gegen uns geht, bringt es nichts. Wie wir so gar nicht angegriffen werden. Weichei. Es trollt uns einfach durch den Kampf. Das ist sehr gut. Komm schon, endlich angreifen. Ja, sicher. Dreimal hintereinander das gleiche gemacht. Ja, natürlich, klar. Als ob das so wäre, natürlich. Jetzt gegen uns. Auch nicht. Guck mal, wir haben schon voll die Dauerschleife. Geht immer gleich. Oh, Volltreffer. Ja, natürlich. Das war jetzt so dumm. Weichei wäre jetzt angebracht gewesen. Jetzt können wir auch angreifen. Tja. Wir können überhaupt nicht mehr angreifen. So dumm ist das. Jetzt ist Chanera tot. Ja. Hat sie noch ein Pokémon? Bestimmt. Wir werden es nie erfahren. Oh yeah. Nochmal. Was? Jetzt ehrlich. Yeah, Flammenrad. Geilstes ever.
geilstes Gegenkratzer. Yeah, Flammrad. Das ist richtig geil. Flammrad ist übelst gut. Wie viel hat Flammrad eigentlich an AP? 25, ja, das ist ja richtig geil. Flammrad ist so eine Badass-Attacke, das ist richtig gut. Yeah, Bitches. Level 19 und Flammenrad. Ey, das ist ja echt richtig geil. Und das ist für die zweite Arena perfekt. Ach du Scheiße. Das ist ja mega gut. Paraheiler. Übrigens sind wir gerade wieder geheilt worden, habt ihr eben gerade gesehen. So. Und nochmal gegen Doppelkampf hier. Ich kann sie sehen, ich kann sie sehen. Ich kann deine Niederlage sehen. Psychos. Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Boah, meine Stimme ist jetzt im Arsch. Die war vorhin auch schon im Arsch. Na egal. Ah, Abra, wie ich die hasse. Aber sie können sich das nicht wegteleportieren, weil sie im Kampf sind. Im Trainerkampf, da geht das nicht. Die Pussy-Taktik klappt nicht. Oh, Level 15. Tja, trotzdem sind wir besser, denn wir haben einfach bessere Pokémon am Start. Muss man ja sagen. So, nehmen wir doch mal Flügelschlag und... ja. Ja, Kraftreserve, natürlich. Wird nicht so mega viel bringen, glaube ich. Ja, hat's auch nicht. Flügelschlag dürfte relativ viel ausrichten. Ja, Flügelschlag hat's gebracht, denn Abra hat eine scheiß Verteidigung. Das wissen wir alle. Kraftreserve. Ja, endlich mal nicht gegen mich. Oh, das war aber anscheinend eine Kampfkraftreserve, oder? Nee, das war es nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht. Ich glaube, es war eine Eiskraftreserve. Das geht ja auch nicht, Min. Es muss ja wohl... es muss Kampf gewesen sein, dann wäre es aber auf... ach doch, natürlich, Abladi ist ja Flug-Normal-Typen. Es war eine Kampfkraftreserve, war... ist schon mal ganz klar, war es auf jeden Fall. Und tot. Sehr schön, sehr schön. Aber dass eben gerade Apecrime noch ein Level abbekommen hat, ist ja mega gut. Hätte ich ja so nicht gedacht. Noch ein Pokéball. Superball, okay. Entschuldigung. Nein, unser erster normaler Kampf hier. Schön. Aber wir können die Pokémon ja nicht fangen, leider. So. Ist eigentlich vollkommen egal. Oh nein, das dauert jetzt wieder richtig lange. Nein. Flüchtle. Und gegen die hier. Hier kommt Hexablager. Eine Pokémon-Fähigkeit übrigens. Meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Ein seltenes Pokémon. Bestimmt Wampel, oder? Oder Geweiher vielleicht. Nee, Burmi. Okay, Burmi ist schon relativ selten. Da hat er recht. Das kann man nur in diesen komischen Honigbäumen fangen, wenn man Glück hat. Nachdem man 24 Stunden gewartet hat, muss man es versuchen. Und dann kann man eventuell ein Pokémon fangen, aber nur eventuell. Nehme ich doch mal wieder Flügelschlag auf Burmi. Perfekt. Wundervoll, One-Hit. Iblali ist perfekt für Käfer-Pokémon geeignet. Und für Pflanzen-Pokémon auch. Merkt man ja schon am Level ab. Ja, nur Situationen haben wir auch früher gehabt. Hat uns schon ein bisschen was gebracht, muss ich sagen, gegen Doppelteam. Notsituation, unsere Troll-Attacke. Ja, wir werden die Arena sowas von schaffen. Wir haben zwei Pokémon, die gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv sind. Das ist ja mega. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Wir werden es versuchen und werden es schaffen. Zur Peise. Okay, Level 12. Wie dumm. Flügelschlag. Und Chanera kommt überhaupt nicht klar. Chanera hat letztes Mal kein einziges Pokémon besiegt. Wir mussten das immer selber machen.
Voll dumm. Weichei. Tackle. Ruckzucki wird schon bringen wahrscheinlich. Mal sehen. Ja, das hat auch schon gereicht. Sehr schön. Oh nein, bitte keine Giftattacke. Wetten, da kommt jetzt irgendwie eine Vergiftung raus. Bestimmt Pudox und Papinella oder sowas. Schnell weg mit dem Ding. Es muss schnell beseitigt werden, bevor es noch irgendwas Schlimmeres anstellt, denn es kann ja Toxin oder sowas. Ja, weg. Glück gehabt, wir wurden auch nicht vergiftet. Ja, Level 19 hatte ja auch hier schon so schnell geklappt. Sehr gut. Und ist jetzt schon wieder Eierbombe ein und gar nichts. Bringt's. Panikon. Man muss sich merken, die können alle Giftstachel, also muss man da echt aufpassen. Flügelschlag und das war's wahrscheinlich dann auch schon. Sehr effektiv immerhin. Ha. Das war's für euch beide. Erstmal hier schön austauschen wieder. Und jetzt ist ungespielt wirklich im Rückstand hier. Das geht ja gar nicht. Level 20 haben wir jedenfalls fast geschafft bei beiden. Das ist ja wundervoll. Pokéball. Trank. Sehr sinnvoll. Na okay, noch können wir ihn gebrauchen. Noch bringt er was, weil nur Pokémon haben, die unter 100 KP haben. Oh, Haspiroar. Das hätte ich mir auch gerne gefangen, glaube ich, weil Haspiroar ein cooles Pokémon ist. Aber wir können uns Haspiroar noch fangen, also keine Sorge. Denn wenn wir, nachdem wir aus dem ewigen Wald raus sind, wieder da reingehen, dann können wir das nochmal machen. Also der ewige Wald. In Schwarz und Weiß gibt es ja den ewigen Wald. Ja, und das ist ja sehr schön, weil er nichts Kreatives an sich hat. So. Oh, ja, noch mehr Trainer. Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man aufgrund der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Also nimm dir die Zeit, gründlich zu suchen. Ja, Sir. Doppelkampf. Hallöchen. Ich spüre eine eigenartige Präsenz. Und du verströmst sie. Ist wohl mein Deo. Dieser Wald ist seltsam. Es scheint, als fülle er meine Energie auf. Also wie so eine Steckdose quasi. Für Psychos. Oh, Mediti. Ich hätte so gerne ein Mediti. Mann. So ein cooles Pokémon, aber das kann man leider nicht bekommen hier so einfach. Oder wobei, kann man das hier nicht irgendwie bekommen? Ich glaub, das kann man in Pokémon-Diamant bekommen. Bin ich der Meinung. Das ging doch irgendwie. Ich glaube, es geht. Ich kann mal nachgucken gleich. Ich wollte schon Ewigkeit nach seiner Ewigkeit nachgucken. Oh, bis auf Mediti ist perfekt. Nee, doch nicht. Schade. Ist nur normal. Aber immerhin. Das bringt doch schon ziemlich viel, finde ich. Für ein Level 17, Level 15 Pokémon ist das schon viel. Tja, Konfusion hat jetzt nicht so viel gebracht. Eierbombe. Bam. Aber es ist schon richtig, denn Mediti ist schon das gefährlichere Pokémon. Also war es nicht so schlecht, dass Chanera das auf Mediti eingesetzt hat. Kraftreserve. Ja, auf Enthorn hier. Bam. Scheiße. Was ist das denn für ein Typ von Kraftreserve? Was ist das denn? Scheiße, ich weiß es gar nicht. Na toll, Wetten ist sehr effektiv auf Chanera. Ja, klar, aber eine Kampfkraftreserve ist auch wieder... War doch wieder mal klar. Oh, gleich ist Mediti tot. Nicht schlecht. Und ich finde, die Aquaknarre sieht so geil aus hier. Viel besser als früher, als nur einfach so ein Wassertropfen war. Bis auf Mediti, damit es down ist. Das machen wir mal schnell. Bam. Und damit Chanera den Kill auch nicht bekommt. Voll der Killstealer hier. Weichei. Warum setzt es jetzt Weichei ein? Pussy-Taktik im wahrsten Sinne des Wortes. Kratzer. Tja, dafür wird er jetzt auch noch mit Kratzer angegriffen. Na, gute. Oder besser gesagt, die gute ist ja ein weibliches Chanera. Und du bist tot. Na gut, nicht ganz.